Das ist der Ceratosaurus. Dieser kann sehr kräftig zubeißen. Und auch Tritte verteilen, die sehr, sehr schmerzhaft sein können. Und genau den werden wir heute mal ausprobieren. Na, wie winzig wir noch sind. Dann dieses Riesenauge. Aber ich muss jetzt erstmal auf jeden Fall questen und ein bisschen wachsen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier ein paar Sachen einsammeln. Ah, ich habe jetzt jemanden gefunden im Global Chat. Mit dem bin ich jetzt in der Gruppe. Ich habe mich da jetzt hin teleportiert. Also falls ihr euch fragt, wie ich da jetzt so schnell hingekommen bin, das kann man halt über Chatbefehle machen. Angela. Und ich glaube, es kommt gleich auch noch ein Dritter dazu. Das heißt, wir sind dann zu dritt und haben dann viel höhere Überlebenschancen. Außerdem können wir dann halt auch so Gruppenquests machen, was ganz nice ist. Angela hat was erlegt. Dann haben wir auch was zu futtern. Na, guck mal, wir sind jetzt sogar schon zu dritt. Three ist noch dabei. Oh nein. Das ist ein Flugsaurier. Gott, der wird mich attackieren, oder? Ich weiß halt nicht, wie stark der ist. Vielleicht will er uns doch nicht attackieren. Hungrig bin ich gerade auch nicht, also alles cool. Doch, er wird uns attackieren. Ich glaube, der haut wieder ab. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Oh Gott. Er jumpt einfach runter, gar kein Problem. Angela hat nicht mal Schaden bekommen. Ja, krass. Dieser Tropfeneffekt ist neu, oder? Also so wie das Wasser da an mir runtertropft. Ich glaube, den haben die verändert. Kenne ich so zumindest noch nicht. Sieht sehr, sehr cool aus. Na, guck mal, wir drei kleinen Racker gehen jetzt erstmal auf die Jagd nach Ratten. Schnapp ihn dir! Und jetzt lassen wir es uns munden. Ich bin übrigens schon ein bisschen größer als die, weil ich aktiv halt Quests gemacht habe. Und die haben, glaube ich, nur rumgelegen. Dadurch bin ich halt ein bisschen schneller gewachsen. Ich kann übrigens mittlerweile einen normalen Biss, dann einen aufladbaren Biss. Je länger ich den auflade, desto mehr Schaden mache ich. Und ich kann eine Kick-Attacke im Laufen. Die macht auch hohen Schaden. Oh, da vorne sind Pflanzenfresser. Sind das? Sind das Eotriceratopse? Boah, die sehen echt krass aus. Mit denen wollen wir jetzt auf jeden Fall nicht anlegen. Oh, ich glaube, das sind Pentaceratopse. Im Chat wurde nämlich gerade geschrieben von Angela, how strong are pens? Ich hab mir mal schnell einen Snack hier erlegt. Oh! Was ist das? Das wäre natürlich super, aber ich glaube, der ist zu schnell für uns. Schade, schade. Oh, der hat was erlegt. Ah, das ist sogar der, dem wir hinterhergerannt sind. Na, wie cool.
Oh, ich bin jetzt gleich schon vollständig ausgewachsen. Ging eigentlich recht schnell. Ja, mal gucken, ob wir jetzt mal vielleicht eine größere Beute oder so finden. Das wäre ganz cool. Ich habe jetzt auch einen neuen Skin. Finde ich optisch ganz cool mit diesem Orange. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach größerer Beute, weil mittlerweile sind wir alle fast ganz ausgewachsen. Oh, da vorne ist was. Wird wahrscheinlich wieder schneller sein als wir. Oh, da ist noch einer. Er hat leider nicht so viel Ausdauer. Oh, die sind ins Wasser gesprungen, glaube ich. Nee, da an der Klippe sind die. Ah, die verstecken sich da. Wäre ehrlich gesagt nicht noch weiter runtergehen. Nicht, dass ich hier nicht mehr hochkomme. Ich springe jetzt auch runter. Schade, schade. Wir sind jetzt übrigens schon zu viert. Der Black Otaku ist noch dazu gekommen. Aber ich glaube, der ist noch ein Baby. Der klettert da gerade in unsere Richtung, der Kleine. Nur noch winzig. Ich glaube, die wollen uns angreifen. So wie die über uns kreisen, das ist sehr, sehr verdächtig. Ich glaube, die wollen das Baby halt snacken. Ja. Ab. Hier vorne ist ein Deinokairos. Den greifen wir jetzt an. Ich glaube, wenn man den von hinten beißt, ist das okay. Ich versuche mal so ein paar Kicks zu landen und langsam zu spielen. Ich meine, wir sind in der Überzahl, wir haben es nicht eilig. Ich weiß halt gar nicht, ob ich den hitte. Spritzt, glaube ich, gar kein Blut. Ich glaube, ich muss näher ran. Ich lade auch mal meinen Biss auf. Autsch. Schütze ich jetzt mit dem Felsen, damit wir ihn nicht mehr von hinten attackieren können. Die anderen dürfen sich übrigens nicht einmischen auf dem Server. Ich beobachte den Kampf nur. Ich lade auch nochmal meinen Biss auf. Ich weiß nicht, ob ich ihn treffe. Ich glaube nicht. Oh, mein einer Mate ist fast down. Jetzt habe ich ihn gehittet. Dann spritzt doch Blut. Ja, aber wenn er so steht, ist schwierig. Oh Gott, was passiert jetzt? Direkt der nächste Kampf neben uns. Ja, meine Mates versuchen es von oben. Ich habe ein bisschen ins Bein gelandet. Und nochmal.
Okay, wir haben jetzt schon ganz gut... Oh, da ist einer down. Ah, damit endet der Kampf leider. Der gute 3 ist jetzt wieder da. Das heißt, wir gehen jetzt wieder auf Jagd. Vielleicht sind wir diesmal erfolgreicher. Oh, die Metrias greifen an. Oh, ich habe meinen Mate gehauen. Ups. Ich lad mal meinen Biss auf. Da ist schon einer down. Der Kampf endet. Oh, wir haben einen erlegt. Gott sei Dank. Das war knapp, ey. Das eine Beute für uns wäre. Also meine Mates haben Lust auf jeden Fall. Oh, der hat direkt einen Stampfer kassiert. Oh, die Stacheln tun weh. Die müssen es echt ruhiger angehen, meine Mates. Die kassieren immer voll schnell Schaden. Ist halt immer blöd, wenn einer stirbt. Ist halt für alle vorbei, ne? Aber der ist schon gut verwundet. Wie schnell der ist. Autsch. Voll weggerammt worden. Ich lade nochmal den Biss auf. Oh, da habe ich auch einen Stampfer kassiert. Ich habe mich mal ein bisschen zurück. Ich habe ein bisschen wenig Leben. Boah, Blake hat's fast erwischt. Oh nein, Black ist down. Ah, so ein Mist. Ich bin echt fast gehabt. Hier vorne ist unser nächstes Opfer. Ja, nicht der kleine Salamander da hinten. Sondern der Eotriceratops. Das müssen wir jetzt langsam angehen. Er stellt sich natürlich an die Wand, das war klar. Versuch mal von oben anzugreifen. Oh, Angela ist ein bisschen im Struggle da. Man bleibt halt immer hängen an den dicken Körper. Oh, da kommt noch einer. Oh, das ist bitter. Das heißt, der ist leider nicht allein. Also ein Mist. Sein Backup.
Da wollte er mich. Oh, die müssen echt aufpassen, die Jungs. Oh nein. Da ist einer down. Komm her, du. Fang den gleich ab, wenn er hier runterspringt. Da haben wir ihn. Sehr gut. Ah, da oben sind die. Weiß ja nicht, ob wir da hinkommen. Die Schisser. Wir sie wegjumpen. Okay, wir versuchen nochmal den EO. Oh, der kann nach hinten kicken und dann hinter mich gelangen. Das tut natürlich weh. Ich dachte, der hat gerade irgendeinen Buff oder so angemacht. Dieser Kick nach hinten ist ganz schön krass, weil er auch so nach hinten springt. Wie schön, jetzt haben wir sogar Sonne bekommen. Ich lade mal meinen Biss auf. Das war ein guter Hit. Habe ich schön lang aufgeladen. Je länger ich den halt auflade, desto mehr Schaden macht er auch. Da haben wir ihn wieder gut gehittet. Oh, du musst aufpassen, bist fast down. Ich glaube, ich bin der Einzige, der noch einigermaßen Leben hat. Aua, das tat weh, jetzt habe ich auch nicht mehr so viel Leben. Oh nein, er hat mich, glaube ich. Aua. Oh. Oh Gott, ich habe einen HP. Noch Blut überströmt.
Oh. Angela ist auch low. Jetzt haben wir alle nur noch ein HP. Ich werde es einfach versuchen, wenn ich sterbe, sterbe ich. Aber ich brauche ein bisschen Ablenkung von den anderen. Lad nochmal mehr Biss auf. Oh nein, er hat mich. Oh shit. Ja, ich bin voll in ihn reingerannt. Und das soll es jetzt auch mit dem Ceratosaurus gewesen sein. Hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und falls euch das Video auch Spaß gemacht haben sollte, würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Achso, und ihr könnt natürlich auch wieder reinschreiben in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. So, jetzt wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.